letzten Part von The Legend of Zelda Link's Awakening haben wir bereits unseren Drachen, oder ist nicht mal ein Drachen, dieses Vogelvieh, dieses Rote, angefangen zu suchen und sind in einer sehr heißen Spur nachgegangen, die uns hier zu diesem Zaun geführt hat. Und da haben wir auch schon gesehen, dass der Sass ist und der eventuell der gesuchte Vogel drin sein könnte. Ob dem so sein wird oder nicht, das werden wir jetzt hier in diesem Part erfahren. Den wieder der gute Sam spielen darf. Nee. So. Du eigentlich. Das ist gut. Wir wechseln aber jeden Part ab. Achso, okay. Lieber, ich muss jetzt den ersten Part ein paar Lieder so hochladen, deshalb dürfst du den Part spielen. Achso, okay. Und mit Vorschlagen, wir palabern nicht mal weiter rum, sondern sneaken gleich rein. Hier beginnt die Höhle hinter dem Wasserfall. Vorsicht vor blutsaugenden Getier. Zutritt für Kinder streng verboten. Also David, du darfst nicht hingucken, weil das ist für Kinder. So, verständlich. Nicht erlaubt. Die Frage ist, wie gehen wir rein? Das ist wild. Ja, die Frage ist, wie gehen wir da rein? Hilfe. Vielleicht mit einer Rolle. Wäre mal eine Idee, dass das alles aussieht. Ja. Vielleicht klappt's ja. Ich glaube nicht, dass es sehr gut funktioniert hier. Autsch. Jetzt sieht mich vielleicht ein anderer Weg dazu hat ist. Ja, es wahrscheinlich ein, muss es einen anderen Weg geben. Die Frage ist nur wo. Das ist vielleicht eine gute Idee. Oder ist da unten hier irgendwas? Glaubst du? Okay, leider auch nichts. Die Frage ist, warum ist das? Das wird vielleicht besser, aber weiß ich. Ja. Auf jeden Fall ist dieses. Ist die Höhle Sass, so viel wissen wir schon mal. Ja. Also, wir wissen, dass, die, dass der Vogel da drin ist. Vielleicht können wir von der anderen Seite da rein. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, das ist der einzige Eingang. Vielleicht gehen wir mal wieder zu Zelda. Aber vielleicht, weil das, ja, weil wir haben ja jetzt an sich gespottet, wo es das Ding auffällt. Vielleicht gibt es da irgendwelche Tipps oder sowas. Wie wir da dran kommen. Weil das wäre so wild. Ja, Zelda ist nicht mehr da, das ist cool. Er hat gesagt, ich bin mal weg. Ich bin da mal weg. Hier ist auch noch der Zugang gesperrt. So unhöflich. Heute ist solch ein gutes Wetter und wir können es nicht genießen, weil wir so beschäftigt sind. Ich sage es euch, mein Sohn kommt tagtäglich dreckig nach Hause. Dieser ungezogene Bengel. Dann erziehen halt besser. Wenn es dir nicht gefällt. Ja, aus dem Sinn. Wie sehr ich seine Sachen auch wasche, es ist jeden Tag dasselbe Spiel. Waschen ist absolut nichts für mich. Ich wünschte, jemand würde das für mich übernehmen. Die sind selbst umgezogen, die versperren mir hier den Weg. Ich, ja, nicht nett von denen. Das war auch ein guter Versuch dafür.
Oh, jetzt kommt aber er wieder. Ich finde es halt so eine Ehre, dass wir durchaus von Leuten einfach gerettet werden. Das finde ich halt einfach so nett, dass die halt immer da sind und anretten. War auch immer derselbe Ehrenmann, der einen rettet. Zufall, ich glaube nicht. Nee, keine Ahnung. Nehmen, probieren Sie mal, Herr David. Vielleicht sollen wir einfach noch nicht hin. Ja, aber da ist doch mal unser Vogel. Kann man irgendwie. Ich hab eine Idee. Jetzt kann man hier irgendwie rein. Das Ding ist, die gibt's doch safe hier irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ja, okay, hier hat man einen Abgrund. Das ist eigentlich, dass man irgendwo anders rausgekommen ist. Ja, okay, Ehrenmann, ich weiß, dass du uns gern rettest. Warum irgendwelche funktionierenden Alternativen? Können wir mal unsere paar wenigen Gehirnzellen anstrengen, die wir haben. Ich finde blöd, dass der nicht klettern kann irgendwie. Okay, kann dies dann zumal keine, offensichtlich keine funktionierende Lösung sein. Überlegen. Ne, da wäre eh kein Aufstieg oder irgendwas in die Richtung gewesen. Hier kommen wir noch nicht vorbei, ne? Können die mal Platz machen, eventuell? Ist ja unhöflich. Okay, da sagt es nur, dass es da auch nicht weitergeht. Hm. Ich kann erst mal jemand paar wieder rausfinden, wie es weitergeht. Ich muss nachdenken. Das ist ja das Schöne. Wenn man spielt komplett blind, dann bleibt da einfach die Erkundung, das Überlegen. Und vielleicht sind wir da noch ganz falsch gewickelt, vielleicht auch nicht, aber wir sollen mal kurz prinzipiell wie weitermachen müssen und dann. Schauen wir gleich mal weiter. So, wir haben gerade gemerkt, dass wir irgendwie ein Schwert brauchen, um weiterzukommen. Wo wir vielleicht gar nicht es irgendwie verpasst haben. Da müssen wir nochmal zurück zur Statue. War die eigentlich nochmal? Statue, da musst du. Hier dann, glaube ich, ne? Ja, so. Nee, kann ich Ich bin leider Orientierungstest nicht ganz so. Die war hier, ne? Ja, schau mal, kannst du auch durch die Stadt gehen. Warte mal, wo war die Statue? Nein, da oben, im oberen Punkt da. Da? Da war die Statue, ja. Moment. Ich soll Karten lesen. Okay. Ja. Sonst zur ZL. Ja, schiebt doch die Box. In der Tat, das war auch gerade ein Plan. Die muss sehr schwer sein, wenn die immer nur so angestrengt
erhoben werden kann. Ah, noch ein bisschen musst du. Oh, komm mal. Aber natürlich habe ich sie nicht ganz an die Wand. Digga. Schieb doch die Box. So, danke, Merkel. Bitteschön. Ach nee, ich heiße ja nicht Merkel. Glaube ich, war gerade richtig. Zu dir will ich doch gar nicht. Ach, geh zu denen, geh zu denen. Die sind da unten rechts. Nice, Buckies. Ja? Gut, dass du hier bist, David. Ich hab das schon gesucht. Ich hab mich wegen deines Wolkenvogels umgehört. Und als ich mit Groß hier geredet habe, hat er... was sei mir, David? Ich wollte es schon früher sagen, aber dann hätte Bardo es ganz bestimmt herausgefunden. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Los, spuckst du aus. Als ich vorhin den Speisesaal ein wenig aufgeräumt habe, kamen Bardo und die beiden anderen rein. Sie haben mich gar nicht beachtet und begannen einen Plan auszuhacken, um deinen Wolkenvogel zu verschrecken. Ich wollte mich wegschleißen, um dich zu warnen. Aber da hat mich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hat anscheinend den Plan, sich deinen Vogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Der Wasserfall. Ach gut, los hit, ne? Ja, ich weiß, wo der Wasserfall ist. Es tut mir so leid, David. Ich bin so ein Feigling. Es tut mir schrecklich leid. Wir haben es einfach in der falschen Reihenfolge gemacht. Aber ich glaube auch nicht, dass Zelda gesagt hat, dass wir wieder zur Ritterschule müssen. Ja, ich weiß, Schwert. Frag dir mal einen Schwertmeister hier in der Übungshalle, ob er dir ein Schwert leiht. Okay, wir waren einfach zu schnell fürs Game. So sieht's aus. Ja. Ich bin einfach weitergegangen. Ich glaube, dem Partner ist das fehlende Schwert. For real. Und David, du kommst um zu üben, obwohl heute der Tag der Vogelreiterzeremonie ist. Das nenne ich mal Eifer. Die Übungswetter sind hier im Hinterzimmer, also hol dir einfach eins. Schau mal, da gibt's eine Pferdetruhe. Da kommt die Zelda. Ja. Das ist so ein nicer Soundtrack, ey. Nice. Das ist ein Übungswert, okay. Nice. Damals, ja. Ausrüstung. Oh, hier kann man die ganze Ausrüstung anschauen. Mhm. Dieses Übungswert wird in der Ritterschule verwendet. Seine Klinge ist äußerst soft. Genauso wie ich. Das wollte den Witz halt auch gerade bringen. Bei mir wäre er ja wenigstens Realität gewesen, im Gegensatz zu bei dir. Natürlich. So, adios. Was denkst du? Was soll das werden, David? Das Übungswert bleibt gefälligst hier, mein Freund. Dachtest du etwa, du könntest einfach mit dem Schwert davon schleißen? Ich brauche aber eins, du Spast. Wie, du sagst, der Wolkenvogel sei verschwunden? Und du willst ihn nur suchen. Eigentlich dürfen hier im Wolkenhort keine Ritter ans Werk tragen, nur Ritter ans Werk tragen, aber ich mache diesmal eine Ausnahme. Aber wehe, du stiftest damit Unruhe im Dorf. Wenn du noch üben willst, komm hierher. Geht doch. Schlag mal auf eins dieser Holzdinger. Just for fun. Okay. Ja, wie ist die Frage? Ja, keine Ahnung. Mit Warte Y, mal. Drück mal Y. Y. Ja, keine Ahnung. Warte ich mal? Ja, probier du mal. Ah, warte mal. Was hab ich jetzt gemacht? Ah, du hast es rausgebildet. Du musst es erstmal rauspacken. Ich frage mich, wie? Ich hab nur. Drück auf B, drück auf B. Moment. Ich hab random auf irgendwelche Knöpfe drum gedrückt. LZL ist wie immer, keine Ahnung. Wie habe ich das gerade rausgetan? Probier du mal. Vielleicht klappt es mit dir besser.
Wie hast du das gemacht? Warte. Es ist wirklich diese Taste. Warte. Tschüss. Warte, und? Ich habe aber echt das Gefühl, dass es echt R3 ist. Wo ist denn R3? Also, das da nenne ich R3. Oh, du bist hops genommen von deinem Stamm. Sag mal. Uff, David wird hops genommen. Die Tür kaputt machen, ich auch. Hat man denn nicht gelernt, wie man eine Tür aufmacht, David? Ich mach dich dead. Weißt du, wie hast du es gemacht? Mit denen hier irgendwie. Ich glaube, du machst links, links 360 und dann. Also ich nehme, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftige Steuerung. Deswegen ist er nicht die Kamera, weil das das Schwert ist. Ja, es ist erst komisch gemacht irgendwie. Aber ich sag mal was Neues. Ja. Ich tue es aber immer noch wie Kamera behandeln, richtig komisch. Man gewöhnt sich langsam dran. So, jetzt musst du zum Wasserfall. So sieht's aus. Nein. Nein, David. Noch schade. Okay. So, let's go to the water, Alter. War was. Das ist eine Ausdauer. Ja, die Dinger sind wild. Ja, da kannst du dann durchrennen. Ja, kann man dann. Du hast Speedrun. Speedrun. I'm gonna make a Speedrun. Nee, warte mal, wo war der Fall da hinten? Da runter. Da runter und dann nach rechts. Ui, wild. Und jetzt halt bekommen wir unseren Drachen wieder. Dann, eh voilà. Nochmal. Nochmal. Okay. Auch gut. Wo bist du? Erde. Oh, man darf wieder Mäuse kalt machen. Hey! Abschütteln. Das ist oh, doch ganz. Ekelhafte Dinger. Hartnäckig. Ja. Und hier ist mein Vogel freiwillig drin. Nicht frei, oder? Jetzt mal Ausdauer, weg zum Kämpfen. Das hat aber echt wenig Ausdauer. Ja. Hallo.
Oh. Hm? Er wollte dich umbringen. Ja, ja. Ich finde den Sound immer so nice für den alten Zelda-Dinger. Du hast einen grünen Rubin erhalten. Das ist ein Rubin wert. Sammle so viele davon, wie du nur kannst. Frage ist, wo sind wir hier? Na. Ach Mensch, David, das ist typisch David. Was willst du damit sagen? Immer gleich wieder reingehen. Ja, aber hier kannst du speichern, wenn du möchtest. Part beenden? Nein, nein, nein. Bei dir, bei dem Vogel kann man speichern und bei diesen Blumen kriegst du dann Herz. Das hier kann man. Moment. What are you doing? Ich weiß ja, das Spiel eh nicht automatisch. Weil ich habe irgendwie gerade keine Speicheroption. Doch, bei dem Vogel. Nein! Ach so. Okay. Aber das ist doch egal, ich habe nur gesagt, dass du bei dem Vogel speichern kannst. Insgesamt. Das heißt, man kann immer nur bei den Vögeln speichern, oder wie? Ich glaub schon. Das heißt, hiermit wird man den dann überspeichern. Ja. Heißt, man kann an verschiedenen Stellen quasi Speicherstände hinhauen. Zum Beispiel könnte man denselben jetzt hier nochmal eins weiter unten hinhauen, falls er mal verrecken sollte. Genau. Was eigentlich nicht empfehlend wäre, weil. Aber. Das machen wir es auch nicht. Aber okay, es geht. So, die Frage ist nur, wie war eigentlich hier, um einen hässlichen Vogel zu holen? Und da haben wir eine Zelda. Na stimmt, da geht's weiter. Zur rechten Seite. Da bist du ja, David. Ich habe gehört, dass du auf dem Weg zum Wasserfall bist, um dich von der Luft aus. Und hab dich von der Luft aus gesucht. Und hast du dann Wolkenvogel gefunden? Bardo und seine Kumpel sollten sich oft dort hinten herumtreiben. Was hört man hier? Wer ruft da? Oh, tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Gehen wir. Ja, aber ich dachte, ich soll eben einen Vogel finden. Ja, der Vogel ist da unten. Wo? Ja, da unten. Hä? Hoffentlich. Da ist er ja. Der Wolkenvogel, lass ihn mal an. Doch, der Arme. Richtig schön mit Flex-Tape hingemacht. Ich lass mir mal hier. Ich vermute mal, sie müssten die Seile durchschneiden. Hallo, das war irgendwie auch meine Mission gewesen. Ja. Doch, das ist schon langsam durchgeschnitten. Muss wirklich auf die Seile draufhauen. Ja. Ja, aber hier tut es doch halt gar nichts. Ich glaube, erstmal oben. Das ist behindert. Digga, was ist das für ein... Soll ich schon helfen, David? Moment. Nee, ich hab das so. Ist lustig anzuschauen.
Ja, wieso? Moment. Hallo. Aha. Denkfeld. Ich glaube, da müssen wir so eine Drehung machen. Und dann müssen sie gerade drehen. Da kann man jetzt im Alter keinen Sinn lassen. Ich bin der Einzige, der sich gerade so dumm anstellt. Ach man, sehr gut. Ich halt auf. Jetzt halt. Okay. Digga. Was tut es mir auch gefühlt nix? Jetzt halt. Ja, aber mit dem Kampf wird noch ein Spaß werden, auch wenn es spielt. Eieieiei. Oh, der Arme. Das haut er ganz happy. Los, David, beeil dich, sonst verpasst man doch die Vogelreiterzeremonie. Ruft ein Vogel. Hey David, diese Stimme. Hast du das gehört? Ich hab dich gehört, Zelda. In letzter Zeit habe ich oft das Gefühl, als rufe mir irgendjemand. David, hast du jemals darüber nachgedacht, was sich wohl unter der Wolkendecke verbirgt? Als alle sagen, da gäbe es nichts. Boah, was heißt das? Da ist nichts. Ich kann daran nicht glauben. In einem alten Buch meines Vaters habe ich von einem Ort gelesen, der Erdland heißt und viel größer sein soll als unsere Welt. Niemand hat es je dorthin begeben. Aus irgendeinem Grund bleiben auch die Wolkenvögel stets über den Wolken. Heißen ja auch Wolkenvögel. Aber eines Tages möchte ich dort hinuntergehen. Und selbst nachsehen. Tut mir leid, dass ich dir sowas erzähle. Komm, lass uns gehen. Sieh doch auch, dein Vogel wartet auf dich. Wenn du gesprungen bist, musst du die Taste nach unten drücken. Diesmal wird dein Wolkenvogel kommen. Oder auch nicht. Einfach nicht die Taste drücken. Ich hätte die Taste einfach nicht drücken sollen. Ja, dann wären wir im Erdland, oder? Wahrscheinlich. Hui. Nice. Das ist wie Flight Simulator. Nach der Aufregung sollten wir das Ganze nochmal in Ruhe durchgehen. Fühlst du dich bereit zu fliegen, David? Du kannst deinen Wolkenvogel frei bewegen, beachte jedoch, er wird langsamer, wenn du ihn nach oben lenkst. Falls du schnell fliegen möchtest, musst du den noch nach oben steuern, um Höhe zu gewinnen und danach in den Sturzflug übergehen. Beständig an Höhe gewinnen und dann in den Sturzflug gehen. Das ist die Grundlage für schnelles Fliegen. Und mit einem Wolkenvogel alles in Ordnung? Oh, der macht Spaß.
du auch mal rumfliegen? Nee, passt. Okay. Jetzt habe ich eins von drei Angreifen, glaube ich, halt verpasst. Ja. Ich werde es nur mal ausprobieren. Oh, warte, jetzt wieder charging. Wo ist denn da? Das ist wild, das kann fliegen. Kannst du nicht hören, gell? Ja, wo ist die olle Zelda jetzt? David! Es hatte schon das Schlimmste befürchtet, aber im Wolkenvogel scheint in Ordnung zu sein. Vater und die anderen warten, dieser Sohn. Beeilen wir uns. Jetzt gibt's wahrscheinlich ein. Das, dieses Wolkending da. Zeremonie. Dein Wolkenvogel ist einfach unglaublich. Und das nach all dem, was er heute zum Durst machen musste. Es werde nur mein Vater beristen. Okay. Und hier scheint wieder ein sehr sympathischer Typ langzulaufen. Was hier jetzt auch passieren wird, das sehen wir im nächsten Part von Skyward Sword HD. Macht's gut, bis dahin. Und ciao. Ciao.